immer wenn ich ein Video mache, dann achte ich immer so drauf, dass ich so, naja, gut aussehe. Das heißt also so gepflegt, so vielleicht einen coolen, lässigen, aber auch, ne, ganz chilligen Pulli. Natürlich, dass die Haare gemacht sind und, ne, dass ich halt einfach gut aussehe. Aber eins mache ich nämlich nicht, nämlich ich achte drauf, wie ich untenrum aussehe. Bevor man das jetzt falsch versteht, zeige ich euch das mal. Das heißt, hier oben achte ich wirklich immer drauf, dass ich so passend aussehe. Ja, vielleicht manchmal auch in meinen früheren Videos mit dem Hemd und sowas. Aber ganz ehrlich, jetzt zeige ich euch mal was. Obenrum ist okay, aber untenrum, ja, sehe ich so mal so gammelig aus. So, weißt du, so Jogginghose habe ich dann immer so an, ja. Und dann total so, auch manchmal überhaupt gar nicht farblich passend, weil das halt nur für ein Video ist. Also mache ich das eigentlich ständig. Selbst mit einem Hemd habe ich immer so eine klapperige Joggerhose an oder was weiß ich für eine Hose, die gar nicht passt. Aber hey, ich mache das ganz nach dem Motto Homeoffice und das noch so real. Ich meine, das habe ich, oder das mache ich beim Homeoffice ja auch nicht anders. Außer wenn ich weiß, ich habe wirklich irgendwie ein Gespräch oder so, dann werde ich mal für den einen Tag auch mal die Buchs richtig anziehen. Ansonsten ist das hier einfach so an. Ich liebe das. Trotzdem chillt eure Basis. Alpha Chief ist wieder am Start und willkommen hier zu einem neuen Video. Eine Woche ist es vergangen, dass wir Raven Season 6 jetzt in der Master Chief Collection haben. Und alter Verwalter, ich bin überrascht. Scheinbar scheint die MCC mit dieser Raven Season Nummer echt gut in der Community anzukommen. Ich kriege vermehrt Bilder, wie viele Leute aktiver sind oder auch immer aktiv waren und Freunde wieder zurück ins Boot geholt haben. Oder du gehst mal in deiner Xbox Lobby mal rein, startest das Spiel und wunderst dich auch immer, dass du vielleicht statt wie immer 3-4 Leute online hast in Halo The Master Chief Collection auf einmal 15. Scheinbar ist das Spiel wirklich aktuell gehypt. Und das finde ich persönlich zu Recht. Season 6 hat wirklich alles richtig gemacht. Mit den Skins, die sie hier raushauen. Mit dieser Art, wie die Skins raushauen. Das ist absolut für mich gesehen der richtige Weg. Vor allem dann auch die neuen Maps, die dazu kamen. Irgendwie macht 343 aktuell alles richtig, was in der MCC los ist. Und ich habe in der letzten Zeit auch ziemlich gehustelt um die Punkte. Ich habe dafür alles gesorgt, um endlich genug Punkte zu sammeln, um was Geniales zu machen. Und ich habe aktuell 31 Season-Punkte. Ich könnte mir eigentlich schon 3 Reihen kaufen in der Season aktuell, aber das mache ich nicht. Denn ich habe für eine Sache nämlich gehustelt, nämlich das, was sie jetzt aktuell neu rausgebracht haben, nämlich Austauschgegenstände bzw. eine richtige Rüstung zu bekommen. Keine Ahnung, ich finde den Namen Austauschgegenstände so doof. Ja, scheißegal. Auf jeden Fall geht es um die sogenannte Rhein-Panzerungsrüstungspaket. Digga, 20 Points wollen die dafür haben. In meinem letzten Video habe ich ja gesagt, dass es wahrscheinlich wöchentlich wechselt. Wobei, ich hätte vielleicht aufpassen müssen, weil unten stehen nur ausgewählte Elemente, die drin sind, und oben sind nur für die kurze Zeit. Das heißt also, für kurze Zeit heißt natürlich nur eine Woche, der Rest ist scheinbar einmal käuflich und das war's. Jetzt aber muss man dran achten, früher war es so, dass es sich irgendwie so dienstags immer aktualisiert hat, jetzt ist es so, dass es mittwochs passiert, daher kasche ich eben schnell die Klamotten und freue mich schon, was dann danach passiert. Als erstes, und ich glaube darauf habe ich jetzt lang genug gewartet und zeige euch das mal für die, die es vielleicht auch interessiert. Ich hole mir jetzt die Rhein-Panzerungsrüstung für Halo 3 für 20 Saisonpunkte. Alter, ich drehe durch. So, einmal nehmen und einmal komplett freischalten und das tue ich jetzt. Wird freigeschaltet und ich habe die komplette Rüstung. Scheiße, ich sollte mal mein Headset drauf tun. Ja, ist irgendwie besser, wenn ich irgendwas hören darf. So, die Rüstung ist jetzt komplett. Guck, erstmal schaue ich mir das an, ob ich die... Nee, die muss ich mir noch anlegen. Nice, ho. Okay, gehen wir einfach mal in Halo 3. Und ich ändere jetzt komplett meinen Spartan. Digga, der sieht so heftig aus. Der sieht so geil aus. Vor allem, ich liebe diese Messer unten an den Beinen. Das ist so nice gemacht. Ich glaube, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist das mit dem Gürtel. Da hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht, aber ansonsten bin ich mega zufrieden, die Rhein-Rüstung gerade zu haben. Aber wir sind ja jetzt noch nicht fertig. Ich habe ja noch, wie gesagt, 11 Saisonpunkte, die ich jetzt noch ausgeben darf. Das erste mache ich Mongoose, ja, weil,
Digga. So, 8 Points. Ich freue mich schon. Digga, das sieht so geil aus. Also Mongoose-mäßig sieht das wirklich gut aus von der Farbe. Ich finde den Look so geil. Wird gekauft und jetzt habe ich es fertig. Alter. Ich habe jetzt für diese Woche alles gekauft, beziehungsweise jetzt auch die Ryan-Rüstung freigeschaltet und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Dann nämlich kommt Schrotgewehr und noch die Hornet und dann habe ich soweit alle Points ausgegeben, obwohl ich brauche ja nur noch eins. Aber das kriege ich vielleicht beim nächsten Levelaufstieg, dann habe ich 6 und dann habe ich alles ausgegeben. Digga, ist das geil. Aber das Beste kommt eigentlich. Ist vielleicht keinem aufgefallen, aber wenn ich in der Season reingucke, Digga, ich habe keinen einzigen Punkt ausgegeben. Ich habe bis jetzt überhaupt nichts hier. Ist nix. Aber gut. Also, irgendwann tue ich es. Irgendwann tue ich es. So sieht das Dingen aus. Alter, ich freue mich tierisch. Aber hier ist... Ich finde es richtig fett nice, was die gemacht haben mit der Master Chief Collection. Wow. Alter. Alter. Ich bin so ein schlechter Sniper. Alter, ich bin so ein schlechter Sniper. Ich feiere aber 343 mit ihrer Aktion. Dass die sagen, Alter, wir machen Skins rein, wir verändern komplett das Spiel, so wie ihr gewohnt seid. Und ich persönlich finde, das ist der wirkliche, richtige Weg, was 343 eigentlich nur machen kann. Und vielleicht auch in Halo Infinite. Kann das der gute Weg sein, dass das in Halo Infinite genauso laufen wird? Ich hoffe, ja. Was mich überrascht hat, dass in Halo 3 Spielersuche gerade so ein bisschen schwierig war. Digga, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe ganz normale Showdown nicht gefunden. Ich musste noch mehr einstellen, um überhaupt noch ein Spiel zu finden. Das fand ich ein bisschen bescheuert. Ja, ich hasse das. Ich hasse das, wenn immer zwei Leute mitschießen. Kann das sein, dass einer rausgegangen ist? Digga, Leute, ey. Das sind immer so Leute abbauen. Alter. Alter, nur zwei Leute haben Kills gemacht. Digga, nur ich und ein anderer. Digga, das ist ein reines Ausziehen. Oh, scheiße. Das ist ein reines Ausziehen, Digga. Boah, ey. Ey, das nervt ja tierisch, ne? Boah. Junge, wie die einen killen, Junge. Oh, scheiße. Ey, aber ich denke ganz fett danach, dass 343 wahrscheinlich für Halo Infinite dasselbe vorhat. Dass sie dabei bleiben. Nee, aber diese Skins können die gerne mal machen. Also ich hoffe auch, dass sie sich dann entscheiden, noch weiter die Nummer zu machen. Das würde nämlich feierlich geil sein. Digga, warum machst du nichts? War der schon tot hinter mir? Bleib dabei, das meistgespielte Spiel bei mir damals war auf jeden Fall Halo Reach. Digga! Digga! Und? Ach, komm. Nicht mal durch einen billigen Granatenkill. Digga! 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 Wie oft schieße ich auf ihn mit Kampfgewehr? Ich hasse das so sehr! Boah! Junge, ich hasse das so sehr. Warum wird das nicht einfach genutzt? Digga! Ich hasse das so sehr, wirklich. Boah. Richtig wieder in Rage-Pose, Alter. Richtig wieder in Rage. Ja, ja, ja. Ey, guck mal, wie viel 2 Treffer. Kannst du nicht sagen, dass er dauernd mir präzise Handy gibt. Alter. Ich geh kaputt. Ich merke gerade, ich habe eine Einstellung nicht gemacht, Digga. Ich glaube, ich habe eine Einstellung nicht gemacht. Aha, wird nicht... Wieso könnt ihr mich nicht einfach ignorieren, Jungs? Ignoriert mich doch einfach, wenn ich gerade an einem Handen bin. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Ey, die sind doch... Alter, was ist das für eine Lobby? Digga, ja, ich weiß, ich bin kacke. Ja. Aber Digga, irgendwo übertreiben. Digga, warum das? Nee, ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste so scheiße aus. Ah. Ich liebe das Spiel immer noch. Oh, helfende Hand.
Bruder, wenigstens ey, geil, helfende Hand. Darauf habe ich eigentlich auch gehustelt, wo? Ist das doch geil da dran? Ich habe darauf wirklich gehustelt. Ja, zählt das? Egal, hat gezählt. Bruder, ich bin glücklich, hat gezählt. Alter, ist wirklich einer abgehauen. Hammerhart, hammerhart. Oh, ist egal, es war lustig. Ey, ich liebe Halo, ne? Ist egal, wie ich rage, ist egal, wie ich jetzt... Desto älter ich werde, desto weniger ich spiele, weil Real Life, und immer schlechter werde. Digga, das ist mir gerade so lattens. Ich liebe das Spiel immer noch. Ich liebe es. Ich liebe es. Und wenn ihr dieses Spiel auch liebt, dann schreibt doch mal in den Kommentaren, wenn ihr mal Phasen habt. Ich weiß, jetzt wird... Ja, obwohl, ich weiß, ihr habt keine Phasen. Ihr holt immer 30, 20 Kills raus. Ja, ich weiß, ich bin der schlechteste Halo-Spieler. Aber sollte eine Phase schlecht sein, könnt ihr sie mir gerne reinschreiben. Wahrscheinlich ist eure schlechte Phase einfach nur, anstatt 20, habt ihr mal 15 Kills gemacht. Schreibt das einfach rein. Was haltet ihr von den Skins, wie 343 jetzt das gemacht hat? Feiert ihr es nach einer Woche? Habt ihr es selber durchgetestet? Alles in die Kommentare. Und vor allem für die Leute, die immer noch Halo interessiert sind, kommt auf meinem Discord-Channel. Da können wir drüber quatschen. Das kann euch auch nur helfen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Alpha Chief. Also haut rein!